Am vergangenen Freitag waren wir in der Studentenstadt, um über die Situation nach dem Brand zu berichten und mit Studierenden über die daraus resultierende Räumung zu sprechen. Ich wohne in der Studentenstadt, jetzt nicht mehr, ich ziehe gerade aus. Ich hatte hier wunderschöne 2,5 Jahre verbracht. Die Studentenstadt ist einmalig. Ich sehe das als sehr problematisch, dass das Studentenwerk hier Wohnplätze für Studierende abbaut. Das ist ein sehr, sehr tragisch. Der Grund jetzt primär war ein tragischer Vorfall in einem Wohnhaus in der Studentenstadt, bei dem ein Brand im Keller Feuer ausgelöst hat und schlussendlich musste das Haus schließen. Und infolgedessen wurden weitere Inspektionen durchgeführt am Brandschutz. Und es kam raus, dass viele Gebäude des Studentenwerks nicht den aktuellen Brandschutzauflagen entsprechen. Die Möglichkeiten, die uns angeboten wurden, waren so, dass erstmal man einen Zettel geschickt bekommen hat per E-Mail, auf dem man angeben sollte, wo man hinziehen wollte, entweder innerhalb der Stuhlstadt, Olympiadorf oder irgendeine andere Wohngemeinde, die dem Studentenwerk unterliegt. Im Orangenhaus niemand mehr einziehen darf und im HSA niemand mehr einziehen darf, dass man die über die nächsten 4 Semester halt leer ziehen will. Wahrscheinlich auch aus Feuersicherheitsgründen, weil ich meine Zweifel habe, ob die auch wirklich so stringent eingehalten werden. Und auf jeden Fall wurde uns dann halt zum Teil eine Wohnung zugeordnet oder nicht. Und das ist jetzt halt die große Unsicherheit. Die Hälfte von uns lebt noch im Hotel bis zum 1.4. und schaut dann, wo sie hinkommt. Ich glaube, dass die Verwaltung oftmals viele Anforderungen, viele Wünsche von uns nicht als die dringende Problematik wahrnimmt, die sie oftmals ist. Sei es jetzt in Bezug auf Wartung, sei es jetzt in Bezug auf Kontrollen oder Ähnliches. Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Kontrollen hier auch von der Selbstverwaltung vonstatten gehen. Zum Beispiel unsere Gemeinschaftsräume werden eigentlich von uns selber auf die adäquaten Brandschutzbestimmungen geprüft. Also zum Beispiel, dass der Fluchtweg frei sein muss, dass keine brennbaren Materialien drin sein dürfen und so weiter und so fort. Ich habe den Eindruck, von der Verwaltung kommt da relativ wenig. Ich hatte das Glück, dass ich keine Klausuren geschrieben habe, aber zum Teil halt auch Freunde von mir, die tun mir halt leid, weil man relativ wenig vom Studentenwerk entgegenbekommen hat und das größtenteils halt auf Selbstorganisation basiert. 413 Ein Großteil der Umzugskartons und der FFP3-Masken werden halt von unseren Geldern gezahlt, die wir halt zusammengelegt haben, und vom Studentenwerk kommt da halt leider relativ wenig, was die Kommunikation anbelangt. Die Kommunikation, das war ein Mail, das waren 5 Zeilen und eine halbe Stunde bin ich da gesessen und war so, what the fuck? Also was passiert gerade mit der Studentenstadt, die ich kenne? Diese Studentenstadt, also ich sehe das, das habe ich als Ende dieses schönen Vereins gesehen, weil einfach nur in 5 Zeilen wurde gesagt, Leute, es wird geräumt und sehr tragisch und die Kommunikation war sehr schlecht. Ja. Nun entfallen 1000 bezahlbare Wohnungen, die in einer Stadt wie München für Studierende sehr wichtig sind. Dass Wohnen mit Überleben fast gleichgesetzt wird, das finde ich tragisch. Also wenn man sich nicht mehr Wohnen leisten kann, das ist tragisch. Bezahlbarer Wohnraum wird in deutschen Städten immer seltener. Und gerade in der Pandemie können sich immer weniger Studierende ihren eigenen Wohnraum leisten. Stehe ich auch dafür, dass Möglichkeiten geschaffen werden müssen, um solche Leute unterzubringen. Und Möglichkeiten werden nicht von profitgeilen Immobilienhaien gebracht. Die Möglichkeiten entstehen dadurch, dass man wohnbaren Raum schafft, wie zum Beispiel in einer Studentenstadt. Und dass man hier den Studierenden die Möglichkeit gibt, billig zu wohnen. Ja, sozialen Wohnbau sollte es schon geben, weil das ist jetzt hier die einzige Möglichkeit. Sonst findest du hier halt für 700 Euro einen Besenkeller. Prinzipiell sehe ich das nicht ein, dass ich die Hälfte meines Gehaltes für Wohnen ausgeben muss. Weil, hallo, na nee. Wir von Klasse gegen Klasse sprechen unser herzliches Beileid der Familie und den Freundinnen der Studentin, die am 1. März an Folgen des Brandes gestorben ist, aus.